Und damit herzlich willkommen zurück in Far Cry 3. Da bin ich wieder. Mein Bruder? Ja, du bist auch mein Bruder. Wir sind jetzt hier auf der Suche nach dem komischen Dolch aus der letzten Folge. Wer sie noch nicht gesehen hat, einfach mal anschauen. Ja, und keine Ahnung. Ich hoffe doch, wir finden den. Oh, ich hätte einfach die Mission nicht normal machen müssen. Ich hätte einfach hier speichern können. Na super. Hätte ich das mal vorher gewusst. Jetzt habe ich da hinten aufgehört und musste gerade das nochmal neu machen, weil ich zwischendurch das Spiel beendet habe. Und jetzt haben wir hier auch noch ein Fähigkeitsspiel bekommen. Ja gut. Nein. Ich will den Fähigkeitspunkt. Genau. Ah, jetzt haben wir mehr. Zielt nachladen. Hm, oder Schauschützengewehr, während du mit... Über dir in der Klippe. Aha. Du kannst länger unter Wasser bleiben. Alles klar. Weiche Landung. Das kann ich noch nicht, habe ich, hätte ich aber auch freischalten, wenn ich hier irgendwas nehme. Aha, halten länger. Verbesserte Treffsicherheit aus der Hüfte. Mhm. Noch ein Gesundheitsfeld ist natürlich. Okay. Takedown. Okay, das ist auch natürlich sehr geil. Mit diesen Spritzen erneuern 6 deiner Gesundheitsfelder. Alter, so viele habe ich nicht mal. Dann nehme ich eventuell das. Das ist ganz gut. Was haben wir hier? Bogenschützen. So oft bin ich nicht. Bewege dich in der Hocke schneller. Aber auch nicht unbedingt, weil wir ja in der Hocke dann quasi schleichen. Hier, Flinke, du kannst mich schnell nachladen. Okay. Das ist natürlich geil. Dann holen wir uns erstmal das. Ah, wir haben ja 2. Okay. Das ist natürlich sehr praktisch. Und das. Drücke F, um einen Standard-Takedown einzuleiten. Ist ein weiterer Gegner in Reichweite, erscheint das Symbol. Blablabla. Über seinen Kopf. Drücke, um das Messer zu treffen. Okay. Alles klar. 26 neue Fähigkeiten gibt es nun zu kaufen. Oder freizuschalten, um besser gesagt. Oh, das ist schön, hier wieder ein Fahrquad. 3. Oh, ich bewundere einfach immer noch die Grafik. Das ist einfach geil. Ich weiß auch gar nicht jetzt, wo ich hin muss. Wir sind da. Haben hier nur einen kleinen Teil von der Karte aufgedeckt. Dinner. Dinner? Das hört sich natürlich interessant an. Ich weiß nicht, was wir sonst machen sollen. Hauptauftrag ist gerade irgendwie keiner drin. Weiß ich nicht. Fertig sind wir auf noch keinen Fall. Wir haben das Schwert ja immer noch nicht gefunden. Dann gehe ich einfach hier erstmal zum Funkturm. Der Funkturm ist immer die nächste Adresse, wo man hingehen sollte. Weil dann entdecken wir ja einfach viel mehr von der Karte. Das ist praktisch und hilfreich. Dann verlaufen wir uns hier auf. In den Tiefen. Stimmt, dazu wollte ich mir, glaube ich, noch ein taktisches Visier kaufen oder so. Du, der Gun. Ah, habe ich ganz vergessen. Kann ich gleich noch machen. So, dann gehen wir hier erstmal weiter. Folgt mich einer? Nee. Hat sich gerade so angehört. Ich habe Schritte gehört. Oh. Hast du da was? Witzig. Durch den Panzer durch. Schildschritte. Panzer. Aha.
Nehmen wir einfach mal mit. Man kann ja nie wissen, wann man das mal braucht. Wenn kann. Da, wir haben ja noch ein bisschen Platz in unserer Tasche. Zwar nicht mehr viel, aber dafür wird es wohl noch reichen. Eine Absprungstelle. Schweine. Ausschweine aber nur. Wir brauchen, glaube ich, Wildschweine. Oh mein Gott. Für eine Schlange. Geh weg. Ich sagte, geh weg. Was ist daran nicht zu verstehen? Geh mal hier so ganz chillig hoch. Die werden wir schon nicht sehen. Wenn ich bin ja hier oben, bin ich relativ safe. Die mich da unten decken. Oh, okay, okay, also ich brauche mich da drum gar nicht. Die sind schon beschäftigt da unten. Wow. Ja, das Ding knackt so extrem. Ich hab voll Schiss. Alles klar. Wow. Junge. Wow, das war knapp. Das war mega knapp. Wir haben es gerade noch so geschafft. Weiter, hier geht's weiter. Dann müssen wir da hoch, alles klar. Gesagt, getan. Hm? Ich guck mich hier mal ein bisschen so um schon mal. So grob. Da hinten ist, glaube ich, noch ein Turm. Da ist ein Leiter und ein Auto, alles klar. Und wow, wow, wow. Knapp, knapp. Alter. An seiner Stelle würde ich ja nicht da hochklettern. Das ist saugefährlich. So rostig wie das Ding hier ist. Aber das Schloss ist natürlich neu. Und wir haben einen neuen Teil der Karte aufgedeckt mit unserem Funkturm. Dort ist eine Höhle. Vielleicht müssen wir dahin, um das Schwert zu finden. Ich meine, den Dolch. Könnte gut sein. Aber ist auch nicht auf der Karte angezeigt. Ich weiß auch gar nicht, was wir jetzt machen sollen. Das Tempel. Da sind wir. Da gibt's Füchse. Da ist ein Kreuz. Alles klar. Da gibt es noch ein Relikt, hier unten also auch noch zwei. Aber wir holen uns erstmal den Aussichtspunkt. Besser gesagt. Wow, besser gesagt. Das schöne Lager. Holy moly. Ich glaube, die haben da unten schon Gesellschaft. Ein wenig. Fahr mal hier so lang. Ganz elegant. Hier war eine Schanze, da war keine Schanze, da war nur ein Gleit. Fahren wir mal hier so ein bisschen querfeld ein. Das wird schon klappen. Ich bin da gar nicht zu, das ist nicht. Dass wir ganz easy hier durchkommen. Dass wir ganz easy hier durchkommen. Was auch was getan. Da unten zum Schluss, glaube ich. Kann hier runtergucken. Da ist ein Hund. Da sollte ich aufpassen. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Sind wir ja schon. Nebenan. Kann ich schon mal ein bisschen Lage checken. Da, 1, 2, 3, 4. Oh, ein netten Bärchen haben wir. Nettes Bärchen. Und da wollte ich nicht rein. Verdammt. So ganz leise. Gleich wir uns hier an. Weiß es nicht. Runter. Da ist noch einer. Da ist der Punkt, wo wir das Alarmsystem ausschalten können. Und jetzt hole ich mir erstmal eine Spitze.
Und verdammt, wir kommen nicht hoch, oder? Oh, komm. Ich dachte, du schaffst das. So gut. So eine kleine Steigung sollte auch kein Problem sein. Mal. Aber was ist hier schon normal? Die sehen mich von da oben nicht, glaube ich. Oder ich hoffe es wohl, ja. Ja, ich auch nicht. Nein, 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 nein. Alles klar, der Alarm ist deaktiviert. Also sind wir jetzt hier so relativ safe. Alles klar. Wir haben noch Granaten, Molotovs. Dann werden wir mal so ganz getrost von hinten aufräumen. Den sehen wir vorhin hier nicht, oder? Nein, nur den. Den da hinten. Und die da oben. Da weiß ich jetzt gerade gar nicht, was ich machen soll. Ehrlich zu sein, ich bin hier gerade ein bisschen überfordert. Muss ich auch wieder höllisch anstrengen. Ich will die Tour ja möglichst sauber durchgehen. Angriff starten. Aber mit dem deaktivierten Alarm haben wir schon mal die halbe Miete gemacht. Das ist schon mal sehr praktisch. Hier oben drauf sehen die mich nicht, oder? Hier oben drauf sehen die mich nicht. Nummer 1. Scheiße. Ja, leck mich am Arsch. Nummer 1 fehlgeschlagen. Und wir sind aufgeflogen. Dammit. Och nein, ey, das gibt's doch nicht. Wir haben uns natürlich hier sofort verletzt, als wir hier runtergefallen sind. Das ist natürlich klar, von diesem kleinen Vorsprung. Da kommen wir auch nicht runter. Und wir kommen da natürlich auch nicht mehr hoch. Och Jungs. Wallalala, halalala, halalala, wallala. Ich hoffe doch, das zählt nicht, dass sie mich gesehen haben. Ich raste noch aus hier. Der ist down. Die kommen da weiter. Alles klar. Der da hinten chillt sich so ein bisschen ab. Die kommen jetzt hier hoch. Geh mal hier so lang. So ganz getrost. Sorry, wenn ich hier gerade nicht sehr viel rede. Bin hier gerade ein bisschen angespannt. Will ja die volle XP hier bekommen. Nummer 2. Du rennst dahin, du rennst dahin, alles klar. Dann mal weiter dahin. Warum aber nicht hier hin? So, down. Der ist jetzt auf Stein. Der steht das safe, denkt er sich. Ist aber auch down. Oh nein, komm! Oh scheiße, der war da gar nicht. Und natürlich kommen da noch ein paar Truppen, aber wir haben es auch so geschafft. Glück hatte die jetzt nicht noch dazu gezählt. Dass die uns hier noch kriegen. Boah, das war knapp.
Da waren die eigentlich drin. Ha, haben wir gut gemacht. Wie viel XP haben wir dafür bekommen? Weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich glaube nicht so allzu viele, weil wir entdeckt worden sind. Aber ist natürlich traurig. Haben glaube ich nur 550 bekommen statt 1500, weil er so ein bisschen blöd stand. Ich habe gedacht, das steht da frei. Ja, Bärchen, sei ruhig. Den haben wir hier. Alles klar, nehmen wir mal mit. Oh, geil, ein schönes Bärchen. Unsere Arbeit geht weiter. Ja, meine auch. Wenn du von der Aushangtafel erledigen könntest, das wäre gut. Könnte ich natürlich. Aber die Frage ist, will ich das überhaupt? Scheiß Piraten. Alles frei. So, nehmen wir das hier noch mit. Hier die Memory Card. Ein Medikit. Und dann gehen wir erstmal shoppen. Wir nehmen mit Konsumartikel nicht, sondern Spezielles. Der Flammenwerfer ist ja kostenlos. Haben wir ja gesehen. Vorhin. Dann nehmen wir den hier mal mit so ganz. Ja, komm. Nehmen wir mal so. Als Sturmgewehr ausgerüstet ist halt nicht so schnell. Die hatten wir sonst, glaube ich, immer drin. Ja, dann nehmen wir die eigentlich einfach auch wieder. Die war ganz praktisch eigentlich. War jetzt nicht die beste, aber... Ja, nehmen wir die. Ja, komm, nehmen wir die. Wir können verkaufen. Die Schildkrötenpanzer, die sind also Verbrauchsmaterial, also nicht Verkaufsmaterial. Kaufen wir trotzdem mal. Man weiß nie, wann wir das mal brauchen. Hinterher haben wir es dann nicht. Wenn wir es dann wirklich mal brauchen, also nehme ich das ja einfach mal so ganz locker mit. So, dann wollen wir hier mal schauen. Was haben wir denn da? Braucht ein... Ein Medizinmann braucht ein Kadaver. Ein seltenes Blutkomodo. Jage ihn mit dem Zielort gestellten. Okay. Dann wollen wir das mal ausprobieren. So eine Mission habe ich halt einfach noch nie gemacht. Weil wir es noch nie gemacht haben. Machen wir es jetzt einfach mal. Muss auch ein bisschen Zeit geben. Let's play. Auto weg. Danke sehr. Und, oh ja, was ich euch jetzt noch sagen kann, wenn ich hier gerade fahre, schaut euch doch bitte meinen Vlog an, den ich jetzt letztens erstellt habe. Ich glaube, gestern ist er rausgekommen. Da gibt es halt ein paar Informationen, wie es gerade so bei mir läuft, was gerade so abgeht. Oh. Wir sollen ihn mit dem Bogen ausschalten. Ja, okay, dann. Ja, ist okay. Ah, ich kann das auch super, ey. Ich bin ja natürlich der echte Bogenschütze. Oh nein. Das ist nicht hier ernst. Ich kann das doch nicht. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier überhaupt jagen soll. Wirklich. Da ist noch eine Kiste unter Wasser. Nehmen wir mal mit. Die Pfeile werden natürlich nicht... Das da, was wir haben wollen? Könnte natürlich sowas sein. Ist es down? Ich check die hier mal so ein bisschen. Ich bin halt nicht der beste Bogenschütze. Was ist denn ein Komodo? So, das hättet ihr mir noch sagen können. Oh. Ah. Ah, la, 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 la.
treffe das Ding überhaupt nicht. Ach, ehrlich. Oh, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass ich die falsche Waffe habe. Aber mit der anderen treffe ich halt einfach nicht. Und ich glaube, das sind wirklich die Krokodile hier, die ich finden soll. So, was ist da oben? Spann. Markert. Hm. Wer weiß, wer weiß. Danke, seltene Blutpumpe. Mit einem Bogen, normale Pfeile. Ja. Da unten, glaube ich, war gerade noch eins. Gehen hier mal so ein bisschen wild rum, auch wenn man gerade nichts sieht. Das Ding erkennt ja sofort. Und wir haben ein Komodo-Varan. Das seltene Tier. Da legt er. Wir haben es gemacht. Und irgendwo hier lag's doch. Was? Alter! Den lass ich einfach mal so mit. Auch wenn es jetzt die falsche Waffenklasse war. Musste einfach sein, sonst wären wir hier sofort down gewesen. Alter, ich glaube, das sieht doch gerade erlegt. Wo ist das denn hin? Oh, ist natürlich wieder ein Traum hier. Blöd, dass das nicht angezeigt wird dann hinterher. Ich hab ihn doch gejagt. Drücke mal ein bisschen E. Ah! Ich glaube, wir haben gefunden. Ich glaube, wir sind noch nicht fertig. Wieso sind wir noch nicht fertig? Ich habe doch genau das gemacht, was ihr haben wollt. Ja, um die Tiere leichter aufzuspüren zu können. Alles klar. Herstellung. Jagd. Weiß Nummer 8 ist. Ja. Dann gehen wir hier mal auf 8. Langs uns das Ding rein. Das haben wir jetzt auch gemacht. Da vorne. Oh, toll geschossen. Das habe ich doch eben schon gemacht. Das hab ich... Muss ich nicht so ganz verstehen. Starke Brieftasche, Haihaut brauchen wir also dazu. Wir können uns jetzt kaufen. Spezialpfeile. Oh. Das ist natürlich sehr praktisch. Oh, das ist doch toll. Wir können uns, sagt er doch eigentlich hier gerade, lalalala. Merkwürdig. Wir haben es jetzt geschafft. Das ist natürlich schön, diese kleine Aufgabe. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Weil wir eigentlich schon das erste Krokodil mit Fallen erledigt hatten. Das ist ein bisschen merkwürdig. Und wieso liegt da nicht mein Flammenwerfer? Ach Leute. Könnt mir doch nicht ein einfach in mein Flammenwerfchen kaufen. Klauen. Wegstecken. Mitnehmen. Hamstern. Hunan. Genau. So. Halt diese Folge jetzt auch wieder.
Okay, denk an dein Timing. Das war ja ein Traum. Oh. Das war ja... Ey, das ging ja super. Lol. Genauso hatte ich es eigentlich vor. Was habe ich? Ekelhaft. Ich habe Besuch vom Hund. Ne, ich hier nicht. Bei mir ist alles easy. Was bei euch so? Aber bei euch nicht so. Kein Problem. Ja, sollte. Finde ich auch so. Ich bin ganz seiner Meinung. Aber wir wollten jetzt hier eigentlich mitnehmen. Lalalala. Spezielles Flammenwerfer. Ausrüsten. Dahin. Genau. Sehr gut. Ausgehen. Ah. Toll. Get up. Get up. Und dann wollen wir den mal ausprobieren. Wow. Das Ding haut ja rein hier. Geil. Ich glaube, mit dem Ding können wir uns anfreunden mit dem Flammenwerfer. Sehr schön. Oh, das ist ein tolles Ding. Ich habe einen neuen Freund gefunden. Und wie ich ihn dann in der nächsten Runde und in den nächsten anderen Runden einsetzen werde, das erfahrt ihr dann erst in der Folge. Und damit verabschiede ich mich. Kommentiert dieses Video, ob euch gefallen hat, ob es nicht gefallen. Lasst ein Like da, wenn es euch auch noch gefallen hat. Dann kann ich das viel besser einschätzen, ob es euch wirklich gefallen hat. Ansonsten weiß ich das halt nicht. Und wenn ihr Informationen zu den nächsten Videos haben möchtet, dann abonniert mich einfach. Das geht ganz einfach. Einfach auf das kleine Abo-Knöpfchen. Danke. Und damit verabschiede ich mich. Und sage, mein Bruder, ciao. Bis dann.